Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf den Frühling von Kolle, den Ultramapper. That's Kolle, by the way. So, wie wollen wir eben hier zusehen, dass der an Stissel kommt, ne? Wir sollen ja ein Flügerchen machen hier. Ein Säherchen. Flügerchen haben wir ja gerade erst gemacht, ne? Drillerchen. Oh, die ist sogar voll. Sehen wir, haben wir die viel gekalkt? Wisst ihr das? Ja, haben wir gekalkt. Da soll Weizen hin, ne? Deswegen wollten wir noch was gucken. Und das läuft hier super. Kann man Sonnenblumen, kann man kein GPS rausmachen, ne? Wir wechseln da GPS. Wechseln das und das GPS. Ne, da will ich ja eigentlich nur Häume hin, ne? Schwierig. Hier müssen wir gleich mal entscheiden. So, Abflug. Ziehst du, oder? Moin, zieht dir der. Langsam. Ja, da müssen wir einen GPS-Dingsbums haben. Hier soll ja eigentlich Wiese hin, ne? Hier würde ich gerne so einen Marktplatz bauen. Und wir bauen den Marktplatz ganz woanders, würde auch gehen. Weil ich habe ja dieses neue DLC da mit reingenommen, ne? So, hier soll es auf jeden Fall Weizen sein. Let's have a look, ob es sich geht. Oder wir sehen hier eben fix selber, ist ja auch kein Problem. So, machen wir X. Aber gib mir mal erst die Kurs. Machen wir erst an den Hobel. Noch eine schon breite. A-Punkt setzen. Halten wir ihm an. Setzen wir ihm B-Punkt. Alles klar, hat er gespeichert. Wir gehen nochmal eben ins Menü. In diesem Speichern hier komme ich echt noch nicht klar, ne? Ne, mach mal 4. Sehr. Speichern. Danke. Abflug. Machen wir eben fixieren, Drillerchen, ne? Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich es mir vorstelle. Weiß ich nicht so genau. Ich habe kein Bild. Danke. So, gehen wir wieder in die Innenansicht. Sicher, sicher. Hier hinten können wir erstmal durchdrehen. Hier geht das nicht so gut, ne? Oder wir fahren komplett im Kreis. Ne, ist auch doof. Such dir mal hier eine Bahn. Du darfst auch dahin fahren, wenn du dahin fahren willst. Hier eine Vorgewende sein, ey. Ein Cheatkram. Ja, es ist echt so einfach mit dem Vorgewendenmanagement, ne? Da gibt es Leute, die können das besser wie der Svenny. Ich bin ja halt nicht Profi, ne? Und Walzen müssen wir dann auch noch. Oh, wir haben diesen Ingame wieder viel zu tun, ne? Junge, 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 Junge. Wo soll das denn noch alle enden? Mit der ganzen Arbeit hier. Gut, dass der Kali so ein Vorgewende gelassen hat, ne? Dann kannst du da mal vernünftig reinheizen. So. Perfekto. Ja, da kannst du halt nur noch in der Gegend rumnuschen, ne? Gucken, was hier der Sicherheitsgut so auf dem Kindersitz macht oder auf dem Beifahrersitz oder auf was immer da. Wir haben einen Teppich in der Bude? Wusste ich gar nicht. Guck mal, Teppich. Die Jubelkübel. Naja. Hier können wir auch nochmal durchziehen. Der Nachbar, der hat ja auch schon irgendwas im Bogen gedrückt. Ich weiß aber nicht, was. Ich schicke damit, sehe ich gar nicht, wo ich hin muss.
Oh, ein bisschen da im Weg. Was ist denn hier rein? Laut Ordnung Riesum Eva Zwerch. Viel zu früh eingesetzt, na, ist egal. Der Hoppelhäschen hat auch noch keine Ort gesehen, ne? Ich auch nicht. Nicht, dass denen was passiert ist hier. Das wird doof. Hat einer von euch heute schon mal den Hoppelhäschen gesehen, denn, ne? Ich auch nicht. Junge, 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 jetzt muss ich mir schon Sorgen um der Hoppelhäschen machen hier. Junge, Junge, Junge. Ja, guck mal. Schild. Oh, Schild. Ja, hier können wir auch nochmal ganz runter machen, so. Gibt's ein bisschen Vollgas, ne? Weil er muss ja auch mal räuchern. Hauptsache, ich habe eine WhatsApp an die Indianer geschrieben, nicht, dass die gleich hier vorbeikommen. Fragen, was los, Svenny? Kriegsfahrt oder was? Nee, nix Kriegsfahrt, eh? Muss ja auch eigentlich immer nur WhatsApp hinschreiben, ne? Schickram, der räuchert aber ganz schön. Hoffentlich ist der Bock noch gut, du. Der ist noch neu. Ja, irgendwas ist immer mit der Technik, ne? Ist was so. Wir sind hier rein, ne? Fast richtig gefahren. Aber auch nur fast. Junge, Junge, Junge. Oh, diesen Montag, ne? Eigentlich wollte ich heute streamen, aber irgendwie bin ich noch nicht so gut zufriedenlich. Und morgen soll es warm werden. Dann können wir ja nur Mittwoch streamen, ne? Ja, dann streamen wir Mittwoch auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hoffe ich. Ja doch, bis dahin. Habt ihr Mittwoch Bock auf den Stream? Sag doch mal. Wann kommt das? Mittwoch? Ne, dann ist ja schon vorbei, ne? Brauche ich ja gar nicht vor. Ich denke, wir werden Mittwoch streamen. Aber den bin ich nicht so gut zurecht. Ich muss so Tour de France zu Ende gucken, habe ich immer noch nicht geschafft, ne? Mann. Gravel Roads. Schon krass, ne? Guck mal, da waren den ersten Weizen im Boden, ne? Ich glaube, die große Fläche machen wir diesmal. Mais, weh? Sollten wir da aber vielleicht ein Ölrettich drin, dass die über den Winter begrünt ist. Sonst mache ich das nicht so lang. Haben wir denn dann auch genug Stroh? Ja, stimmt. Wenn wir die 15er Weizen drillen, ja, dann haben wir genug Stroh. Die 7 machen wir Mais. Warte ich auf, ja, auf der kleinen Fläche müssen wir dann Kartoffeln oder was drillen. Ne? Da müssten wir die aber auch mit Ölrettich zudrillen. Ne? Ja. Dann sehen wir erstmal alle anderen Flächen mit Ölrettich. Wegen Sicherheit und so. Wegen Winderosion. Kennt ihr Winderosion? Deswegen sehen wir da Ölrettelich. Kennt ihr Ölrettelich? Ich hoffe, den kennt ihr, ne? Weil sonst wäre uncool. Nee, dann machen wir auch so, du. Die 7 machen wir Mais. Die kleine 6 ist er, glaube ich. Da mag wie Kartoffelkiss, aber wir tun die beiden Flächen begrünen. Winter, also über den Winter begrünen, ne? Mit Ölrettelich. Weil Ölrettich kennt ja jeder, aber Ölrettelich kennt nicht jeder. Das ist nämlich eine Kreuzung. Aus Öl und Rettelich. Das ist eine ganz neue. Ganz neuer Fruchtort. Ölrettelich. Junge, Junge, ich erzähl wieder nur Blödsinn, ey. Das ist Schickram, das sollte ich nicht aufnehmen. Das ist doof, ne? Wenn du immer nur Blödsinn erzählst. Dann nimmt dich ja gar keiner mehr für ernst. Hm, ist ja so. Bist du Klassenkasper? Wart ihr früher der Klassenclown? Ich, ne. Mhm.
Ich nicht, ich war ja Vorbildsschüler. Muss man ja so sorgen, ne? Junge, Junge, mich haben die Lehrer ja auch geliebt und alles. Wenn die mich gesehen haben, dann haben die direkt gedacht, oh, der Tag kann ja nicht besser werden. Der Svenny ist ja doof. Naja, und dann bin ich eingeschult worden, ne? So war das damals. Dann war Phobie. Nee, eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Trotz meiner Behinderung habe ich mittlere Reife. Ne? Ja, ich glaube, du kannst mit leben, mit mittlerer Reife. Aber früher hat man immer zu mir gesagt, Zappel Philipp. Da hieß das ja nicht ADHS, sondern Zappel Philipp. Zappel Philipp. Ja, so war das. Junge, 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 mir geht der Gesprächsstoff aus und ich bin noch gar nicht fertig mit Aufnehmen. Das ist nicht normal. Kennt ihr denn? Ich habe eigentlich noch eine ganze Menge heute aufzunehmen. Kriegen wir auch noch hin, ne? Irgendein Blödsinn fällt uns gleich noch wieder ein. Ja, wie gesagt, wir müssen gleich Kartoffeltechnik mieten und dann heißt Kasala in der Kartoffelkiste, ne? Den schicke ich los. Der drillt Öldrettich. So, Mokfi Dad, wir widmen uns den Kartoffelkiss. Weil das lassen wir aber auch, glaube ich, einen Helfer machen, wie vorn ab oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwie nicht so den Drang, nach Kartoffelkiss zu ernten. Junge, Junge, Kalle, den Baum hast du da extra hingepflanzt, ne? Oder gedacht, dass ich. Mach da irgendwas anderes. So, guck mal, das läuft aber. Oder wir sind groß. Anstatt ölrettelig. Nee, oder? Könnten wir auch. Und flügen das dann in früh. Nee, bei Kartoffelkiss lohnt sich das, glaube ich, nicht. Nee, wir machen ölrettelig Planänderung. Sicher ist sicher. Guck mal, ich glaube, wir brauchen hier nicht mal mehr ein Vorgewende fahren. Tippitoppi. Tippitoppi. Die Drill ist gar nicht schlecht, du. Ich hab die noch nie genutzt, vor allem wegen 3 Meter und so, aber die ist echt gut. Tipptopp. Ganz gut mit vorne. So. Dann wollen wir mal gucken. Bald ist LS25 Zeit, ne? Junge, Junge, Junge. Das geht jetzt ratzifatzi. Aber im Moment siehst du ja auch nichts anderes mehr auf YouTube als oh, LS25 hier und GPS da und guck mal hier und guck mal da. Ja, ja, ja. Ist es so. Haben jetzt keinen anderen Content mehr. Schlimm ist aber. Nee, du. Auf den Zug springe ich nicht mit auf, da habe ich keinen Bock drauf. Nur, dass sie Bescheid wisst, ne? Also, da springe ich nicht mit auf, das sollen die anderen mal alle machen, da habe ich keinen Bock drauf. Nee. Nee. Ich warte, bis der Door ist. Und dann freue ich mich darüber. Oder auch nicht. Wird sich zeigen. Aber irgendwie ist er im Endeffekt auch nur die amerikanische Karte interessant, ne? Und von daher weiß ich auch noch nicht. Aber die PDA ist nicht schlecht von der amerikanischen Karte, was ich bis jetzt gesehen habe. Ist mal anders. Wir werden sehen. Sri Lanka. Und ob ich nach Asien fliege, weiß ich auch noch nicht. Bis dahin haben wir noch genug Stoff zu spielen. Guck mal, die Holzer-Map kommt raus. Irgendwann. Die wollten sie ja, glaube ich, nach der Farmcom einreichen. Ne? Oder vor der Farmcom irgendwann jetzt. Da freue ich mich schon drauf. Wir haben die Frühling. Wir haben die Hallig-Petrus. Wir haben Kollebach.
Ja, und Aufnahmen, ne? Also ich habe genug Projekte. Marsch müsste ich auch nochmal wieder spielen, aber irgendwie habe ich da im Moment nicht so den Elan zu, ne? Ist halt so. Hey. Kollege, Kollege. Kommen wir da so rum? Ja, aber die ist grottenwendig, dieses Ding Moped hier, ne? Also, Junge, 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 ey. Das ist echt ein Pluspunkt hier von dem Hobel. Aber liebe Leute, die Folge ist schon zu Ende. Ich sage erstmal danke fürs Zugucken bisher, ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.